Und damit, yo Jungs und Mädels, was geht ab? Herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf dem Drops Clan. Leute, ja, ich bin der Tom Asier, ein Member von diesem Kanal. Und Leute, ja, ich habe richtig Bock auf dieses Video. Und ich kann euch auch sagen, warum. Denn heute ist das erste Mal, dass ich mal mit Facecam aufnehme. Grüße gehen raus auf jeden Fall an Onless. Weil von dem habe ich die Idee gehabt und ich dachte mir so, komm, kann ich das auch mal machen? Ich denke mal, zwei Gesichter zu sehen auf den Drops Clan ist besser als einer. Ich meine, guckt euch das an. Spaß, Leute. Ja, ich habe verdammt gute Laune, aber ich muss sagen, um das es heute hier geht bei dem Video, ist, ja, wie soll ich sagen, nicht so gut, denn ich möchte euch gerne sagen, was alles in Black Ops 4 schief läuft und was da schief läuft und was mich persönlich aufregt, das und alles erfahrt ihr nach dem königlichen Intro. Oh yeah, let's go! Ja, Leute, ich weiß gar nicht genau, wie ich richtig das Video anfangen soll. Für die Leute, die es noch nicht wissen, es kam ja circa, glaube ich, vor 3 bis 4 Tagen ein Update raus. Für Konsole und PC, also wie jeder weiß, ein großes Update, wo ganz viele Sachen angeteasert wurden, wie dass die Spezialisten geändert wurden, die Titan gepatcht wird, wozu wir noch später kommen, Leute, dass neue Dance-Moves eingefügt worden sind, diese ganzen Sachen, Leute, ja. Und wirklich, jeder hat sich eigentlich auf dieses Update gefreut, weil, ja, es gab halt wirklich große Probleme in Black Ops 4 und meiner Meinung nach ist dieses Problem immer noch da. Denn nach diesem Update, ich verstehe es nicht, warum, Leute, ist einfach nichts geändert worden. So, mit guter Freude dachte ich, starte ich mal Black Ops 4, gehe in die Runde rein und habe einfach Spaß jetzt, weil ja die Probleme gepatcht worden sind, weil das ja ein riesen Update war und Treyarch über 3 Wochen dafür gebraucht hatte. Und ja, da dachte ich mir so, okay, mega geil, join mir mal in eine Runde. So, und ich schwöre, ne, jetzt mal ohne Scheiß, was in dieser Runde passiert. Ah. Leute, was soll ich dazu sagen? Also mich hat es so aufgeregt, aber bevor ich jetzt noch mehr sage, Leute, schauen wir einfach mal selber in die Runde rein. Let's go. Nein. Nein, pushen, let's go. Und uns. Komm, push, push. Da eine. Oh mein Gott, er hat mir so meinen Arsch gerettet. Oh! Oh, nachladen. Oh, nein, nein, nein! Oh, diese Drecks-Titan! Fuck, Mann! Titan, 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 Mann! Ich hasse es! Mann, kann man denn nicht mal eine andere Waffe in diesem Game zocken? Schon wieder Titan. Oh, jetzt habe ich aber auch nicht... Oh, schon wieder der mit der Titan, Mann. Guck mal, man hat 0 Chance auf so eine Range richtig mit. Selbst mit einem Sturmgewehr. Komm, Bro. Guck mal. Digga. Ich muss pushen jetzt. Das nützt nichts, sonst treffe ich den Gegner nicht. Boah. Nein, 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 der Hund, der Hund, der Hund, der Hund, der Hund. Nein, 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 nein. Alter, dieser Hund ist so schnell, was willst du gegen ihn machen? Guck mal, er ist Forrest Gump. Er ist Forrest Gump. Habt ihr das gerade gesehen? Alter, er ist so... Oh mein Gott. Junge, dieser Drecksköter, Alter. Guck mal, er ist schon wieder da. Nächste AMG. Ey, Digga, das ist doch schon wieder nicht mehr normal. Guck mal, Oni, ich muss schwitzen um mein Leben. Wenigstens habe ich... Nee, Digga.
geht. Das ist viel zu voll. Kannst du nichts machen gegen. Oha! Guck mal, Titan. Double Kill Titan. Guckt's euch an. Guckt's euch an, wie die dreckigen spielen, Mann. Es ist so lächerlich. Warum macht man sowas? Warum spielt man so? Digga, nee. Ist doch schon die, wer, der wieder schon wieder mit seiner Drecks-Titan, Digga. Sag. Diesmal nicht, Jungs, diesmal nicht. Jetzt kommen sie bestimmt hier von der Seite. Du kannst nichts gegen diese Waffe machen. Guckt sie euch an. Guckt sie euch an. Ich will schon wieder nicht wissen, wie oft ich mich in diesem Spiel aufgeregt habe. Ja, Leute, ihr habt wohl ziemlich gut, glaube ich, gesehen, wie das so ablief in der Runde. Und ich muss auch dazu sagen, ich spiele nicht immer so. Aber ich hatte wirklich, wirklich starke Hoffnung auf dieses Update gesetzt. Aber wenn ich das schon wieder gesehen hatte mit den ganzen Titans und dann spielt so ein dreckiger der Hund da auch noch LV. Also ich verstehe es absolut gar nicht, warum man sowas spielt. Und man kann einfach dann manchmal gar nicht mithalten. Man ist irgendwie auch gefühlt gezwungen, dann auch einfach eine Titan zu nehmen, weil man in gewissermaßen einfach keine Chance hat. Und warum? Ich verstehe es nicht. Und wenn man so direkt zu Trails sprechen könnte, ich verstehe nicht, warum sie das balancen. Es ist so ein großes Problem. Die Spezialisten und die Waffen, das ist so, sind so zwei große Punkte. Warum ändert man das Ganze einfach nicht? Ich verstehe es nicht. Ich vermisse das einfach von Black Ops. Ich meine, da gab es doch auch Spezialisten und sie sind mir nicht so dermaßen auf den Sack gegangen, dass ich einfach gar keinen Bock mehr auf dieses Spiel hatte. Diese Black Ops 3 Zeiten, wo du so 24/7 durchgegrindet hast, weil es einfach Bock gemacht hat, versteht ihr? Natürlich, man wurde auch irgendwo mal von Spezialisten geholt, gar kein Ding. Aber erstens hielten die Spezialisten nicht so lang und ich hatte einfach das Gefühl, dass sie nebensächlich waren. Ja? Und in Black Ops 4 kommt es mir so vor, als ob die so im Vordergrund stehen, ja, dass auch ein Noob ein gewisses Erfolgserlebnis hat. Natürlich ist das auch vollkommen legitim, aber irgendwo sollte man auch dran denken, dass das Spiel auch noch fair ist. Weil ich meine, wenn man den Spezialisten auswählt, wo es den Hund gibt, was hat man da für eine Chance? Ihr habt es einfach in dem Spiel gesehen. Der Hund war schneller als ich und selbst wenn ich den ganzen scheiß Magazin drücke, er stirbt einfach nicht. Und sie haben einfach den Schaden von diesem Hund um 10% nur minimiert. Da denke ich mir so, warum Leute, ich verstehe es wirklich nicht. Es macht dann auch so einfach keinen Spaß. Und ich könnte mir vorstellen, wenn das so weitergeht, dann werden auch die ganzen Spielerzahlen in Black Ops 4 runtergehen. Das heißt, sie müssen was machen. Und ich glaube auch wirklich, bevor das Video jetzt hier komplett eskaliert und es komplett ins Negative geht, ich denke auch, dass sie das ganze Thema balancen werden. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass sie nochmal ein Update raushauen, wo das Ganze einfach nochmal die Titan wirklich so runtergepatcht wird, dass sie auch nicht mehr so OP ist. Dass die Spezialisten auch nochmal, denke ich, überarbeitet werden. Das müssen sie vor allem auch. Also das geht wirklich nicht so. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass sie mal einen Spielmodus reinbringen, wo man mit gar keinen Spezialisten spielt. Also so wie das in dem Competitive-Bereich ist. Das ist es ja auch so, dass man ohne sonstige Spezialisten und so weiter spielt. Also das finde ich auf jeden Fall sehr gut. Und da wird auch wirklich gezeigt, was das für ein Skill ist. Also dieses Stolperfallen zum Beispiel, was willst du dagegen machen in Black Ops 4? Du läufst durch, du hörst, du kriegst keine Warnung, was ja in Black Ops 3 zumindest gewesen ist, sondern du stirbst einfach. Was machst du, wenn du auf einer 28er-Streak bist oder kurz vor Nuklear und du wirst von sowas gekillt, Junge? Dann schaltest du direkt die Playstation aus. Und wisst ihr, was ich meine? Ich hoffe einfach wirklich, dass dieses Problem gebalanced wird, weil ich denke mal, dann wird das auch wieder ein richtig geiles CLD. Weil dieses CLD, es hat wirklich Potenzial, Leute, ja. Das hat wirklich Potenzial und ich hoffe einfach mal, dass sie das balancen. Ich glaube, in 2 bis 3 Monaten, wenn nicht sogar schon vorher, wird das Problem auf jeden Fall behoben sein. Ich setze da einfach auf Trails wirklich, weil sonst macht es mir auch persönlich gar keinen Spaß, Leute. Ja, das war es jetzt aber auch von dem Video gewesen, Leute. Soll ich das mit der Facecam jetzt immer machen? Stimmt einfach mal oben hier ab. Ich glaube rechts oder links, ich weiß nicht genau. Mit Ja oder Nein, ob euch das gefallen hat. Und ja, wenn das Video euch gefallen hat, Leute, dann lasst doch auf jeden Fall ein Like da. Würde uns auf jeden Fall freuen. Abonniert auf jeden Fall den Drops Clan, Leute. Und ja, die nächste Zeit wird auf jeden Fall, glaube ich, mega geil. Ich habe mega Bock, Leute. Wir sehen uns. Haut rein und ciao.